Du hast ein schönes Tor geschossen. Ja, das Tor ist schon, aber ich bin mehr glücklich für diese Gewinne. Tor ist schon, aber heute war es sehr wichtig für uns gewinnen und wir haben gemacht. Am Schluss war es dann aber doch noch knapp. Ja, am Ende war es ein bisschen schwierig, weil wir haben genommen ein Tor 2-1, aber wir haben gut gemacht, wir haben sehr stark gemacht und wir haben gewonnen. Wie fällt das Fazit aus? Ja, sehr gut die erste Halbzeit, alles im Griff gehabt, die zweite Halbzeit ein bisschen Mühe gehabt. Wir haben Uschi ein bisschen aufgebaut, mit dem 2-1 ist natürlich bei ihnen nochmal ein Motivationsschub gekommen und ja, nicht einfach gegen so eine Mannschaft da den Sieg zu holen und ich glaube, es sind schon andere Mannschaften da Punkte liegen lassen. Wir können sehr stolz sein auf die Mannschaftsleistung. Du hast angesprochen, am Schluss sind dann doch noch ein ordentliches Zittern gekommen. Worauf führst du zurück? Ja, sie haben mit viel langen Bällen gespielt und das ist im Fußball immer gefährlich. Es kann immer irgendwie ein Ball bei einem Mitspieler abtropfen und dann kann sich eine Chance geben. Aber ich glaube, wir haben defensiv sehr gut geschafft, obwohl wir hinten viele Auswechslungen müssen machen, weil der ein oder andere Spieler sich verletzt hat. Und der Zivko hat uns auch noch sehr gut im Spiel behalten und das ist einfach ein Lob an die ganze Mannschaft. Das hat von vorne bis hinten gestimmt und darum sind die 3 Punkte verdient. Du bist heute jetzt das 2. Mal in der Rückrunde Innenverteidiger gewesen, im defensiven Mittelfeld. Wo bist du eigentlich lieber? Ja, lieber. Ich spiele dort, wo mich der Trainer aufstellt und gebe dort 100% und will der Mannschaft helfen. Ich spiele hinten in der Innenverteidigung sehr gerne und auch auf dem 6. sehr gerne. Also es spielt mir gar keine Rolle. Jetzt geht es ja um 3-Tages-Rhythmus weiter bis zum 2. August. Ist das nicht noch gar viel? Ich sehe es dann. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich bin jetzt 33 und ja, wir sehen es in den nächsten 1-2 Wochen, wie es mir geht. Aber wir haben ja ein breites Kader, gute Spieler und ich glaube, da wird ein bisschen durchgemischt, wie wir auch jetzt die letzten paar Spiele gemacht haben. Und jeder hat für den anderen die Leistung bestätigt und gut abgerufen. Und ja, wir wollen da den Flow mitnehmen. Hier.